Leute, was soll ich dazu noch sagen? Also, ich glaube, wir sind am Tiefpunkt der Saison angekommen für Washington. Ich will gar nicht viel labern. Wir werden uns heute ein paar Highlights von dem Spiel angucken. Ihr wisst wahrscheinlich alle schon, wie es ausgegangen ist. Ich mache dieses Video auch nur, weil mich gefühlt jeden Tag Leute anschreiben und fragen, ey, kannst du nicht mal aufs Washington-Spiel reagieren? Oh, der Hut sitzt ja schief. Ich habe in letzter Zeit immer wieder auf NFL-Videos reagiert, deswegen wurde ich auch dazu gefragt, ob ich da nicht auch drauf reagieren wolle. Und meine erste Antwort war immer, nee, wenn ich das mache, muss ich im Video eh nur heulen, deswegen lasse ich es lieber. Aber ganz ehrlich, man wird halt auch einfach mal geklatscht und man muss dazu stehen und man muss es akzeptieren. Deswegen, wie gesagt, gucken wir uns heute ein paar Highlights an. Ich habe tatsächlich das Spiel nicht geguckt. Also ich habe den Anfang gesehen und als ich dann mitbekommen habe, dass Washington schon die ganze Zeit nur abgezogen wird und es war ja auch in der Nacht das Spiel, habe ich dann gesagt, scheiß drauf, Alter, dafür bleibe ich hier ganz sicherlich nicht die ganze Nacht wach. Deswegen, ich bin gespannt. Ich habe mir nämlich die Highlights tatsächlich noch nicht reingezogen, weil ich ja wusste, wie scheiße sie gespielt haben. So. Deswegen, mal gucken, was hierbei rauskommt. Okay, nice, Digga, einfach mal ein Sack, let's go. Bro, also so scheiße sieht es jetzt nicht aus. Beim 3. und 16. hart gestoppt. Tiefer Pass. Also an der Stelle können wir direkt mal eine Diskussion anfangen. Ist Trayvon oder Trevon, je nachdem wie man es ausspricht. Diggs, ist der overrated oder nicht, Leute? Ich bin sowieso natürlich parteiisch, weil ich halt riesiger Washington-Fan bin, deswegen ich hasse die Cowboys so. Meiner Meinung nach, natürlich ist er overrated, ist klar, ist Washington-Fan so. Aber alle da draußen, sagt eure Meinung. So, er hat die meisten Interceptions in der NFL und zwar echt viele, ich glaube das war seine 11. Ist er wirklich so gut oder hat er auch einfach nur einige Interceptions so ein bisschen geschenkt bekommen? Sagt es mir ehrlich, so oder so geht es mir auf den Sack, aber er ist als Mensch eigentlich cool. Also eigentlich mag ich ihn. Wenn ich ganz ehrlich bin, eigentlich mag ich ihn. Und sein Sohn ist auch mega witzig so. Deswegen schwierig irgendwie ihn zu haten oder sowas. Aber sieht man natürlich trotzdem nicht gerne, wenn der Interception-Leader von deinen Erzrivalen kommt, ne? Auch noch ausgerechnet Elliott, Digga. Ey, das ist ein geiles Play von Heinicke, Bro. Digga, der zweite Touch schon sehr, der wirklich viel zu einfach war. Ich liebe Heinicke, okay? Und no front an Heinicke. Aber was zum Hacker war das für ein Tackle-Versuch? Denkt ihr, wir sind hier beim Fußball, dass er einfach reingrätscht? Es ist mir schon klar, ja, als Quarterback stellt man sich jetzt nicht unbedingt gerne in den Weg eines sprintenden D-Liners, weil man ja keine Verletzung haben will, aber er hätte da den Pick-6 verhindern können. Sage ich, wie es ist. Gut, weiter im Text. Ich glaube, kurz danach habe ich dann auch schon ausgemacht, weil dann stand es 21-0 im ersten Viertel und ich war so, ja, ganz ehrlich, Bro, was soll ich mir das jetzt hier noch um 3 Uhr nachts reinziehen? Das Play habe ich noch gesehen, Alter. Endlich mal vom Rookie Brown ein fettes Play. Ich sehe es so gerne. Ich hoffe, der wird sich noch ein bisschen entwickeln. Guck mal, third and goal. Wir sind in der Red Zone. Mal sehen, was passiert hier. Oh, Gibson, Mipsen. Das ist Touchdown. Let's go. Also, wenn man sich ab dem Zeitpunkt zusammengerissen hätte, hätte man hier vielleicht sogar noch ein Game draus machen können. Es war jetzt 21-7, zweites Viertel. Da ist alles möglich. Ja, stattdessen lässt man sowas zu, Digga. Also, Secondary, Bombenjob. Das ist schon wieder ein Touchdown für Elliott. Der rammt sich da einfach rein gegen drei Leute. Der zweite Touchdown für ausgerechnet Elliott. Der sich einfach mal Kopf durch die Wand gegen drei Washington-Spieler durchrammt, Digga. Und jetzt kommt auch noch Micah Parsons, wa? Ey, es geht mir so auf den Sack, Digga. Dieser Typ geht mir so hart auf den Sack. Auch an der Stelle ganz kurz mal, da ist, glaube ich, keine Frage, ist der overrated oder nicht. Der ist einfach krank, Digga. Der ist ein richtig guter Spieler. Der wird safe Defensive Rookie of the Year und der wird safe auch noch ewig lang ein richtig guter Linebacker für die Cowboys sein. Aber ich hasse diesen Typen, Digga. Kennt ihr mein Video, was ich gemacht habe über diesen Skandal mit ihm am College, wo er Mitspieler sexuell belästigt hat und so weiter? Ist natürlich alles nicht bewiesen, aber ich weiß nicht, Digga, wenn solche Anschuldigungen kommen, warum sollte man sich die ausdenken? Keine Ahnung. Auf jeden Fall, der Typ geht mir übertrieben auf den Sack, Alter. Weil der halt auch so gut ist. So, muss man halt einfach sagen. Also ab hier das, ganz schön saftiger Hit, aber ab da, das habe ich nicht mehr gesehen live. Also jetzt, ab jetzt kenne ich die Highlights nicht, Digga. Also mal sehen, was hier noch so passieren wird.
Bro, der dritte Touchdown, der wide open und viel zu einfach ist, ey. Alter Scholli. Oh, PI. Keine Pass Interference, Bro. Wow, Digga. Er tackelt ihn in die Beine. Woohoo. Boy, Alter, den hat er gespürt. Aber warum war denn das gerade keine PI, Alter? Wollen die mich rollen? Oh mein Gott, Digga. Also, warte mal ganz kurz. Ich muss wirklich sagen, in diesen Highlights waren viele fette, geile Hits von der Washington Defense. Ja, wir haben krass aufs Maul bekommen. Aber ich muss ehrlich sagen, unsere Defense hat denen auch ein bisschen aufs Maul gegeben, Alter. Geil, Junge. Das wusste ich gar nicht, Alter. Also, es waren, gab ja doch ein paar gute Sachen an dem Spiel. Ja, was soll ich sagen, Digga? Das ist einfach ein guter Wurf und ein guter Catch. Kann ich nichts gegen sagen. Oh, den musst du picken, Digga. Come on. Digga. Ey, die haben einen Pick 6 geholt. Die haben einen Special Teams Touchdown gemacht. Die haben in der Offense 4, 5 Touchdowns oder so gemacht, Alter. WTF, Digga. Ey, wir sagen aber, ich sag ehrlich, Digga, waren ein paar gute Plays von Washington. Warum haben die denn nicht mehr draus gemacht? Wollt ihr mich gerade verarschen, Digga? Puh, jetzt ist sogar schon der Backup-QB drin und wir werden trotzdem rasiert. Also, es tut mir leid, Digga. Was ist denn das für eine Leistung? Es ist der Backup-QB drin und die Nummer 17 habe ich noch nie vorher bei den Cowboys gesehen. Und der rasiert uns. Der rasiert uns, Digga. Der Backup-QB mit dem Backup-Receiver. 56 zu 7, Bro. Also, Alter Scholli. Ey, starkes Play, Bro. Starkes Play. Hey, Brown mit seinem nächsten Catch. Let's go. Oh, shit. Oh. Lol, ist das ein Touchdown? Das ist auf jeden Fall der Rookie Thailand. Also wenn der hier einfach mal einen Touchdown gescored hat, mit inklusive Fumble vorher, weiß ich jetzt nicht, was ich davon halten soll. Irgendwie geil, aber irgendwie auch scheiße. Lol, Digga. Das war jetzt einfach ein Touchdown. Alter, das war der zweite Touchdown des Spiels. Einfach ein gefumbelter Ball. Leute, und als wäre es nicht schon genug, kamen dann noch diese Szenen dazu, Digga. Ich denke, die habt ihr alle gesehen, die waren überall auf Social Media, dies, das, Ananas, Junge. Einfach Deron Payne und Jonathan Allen, ja, die beiden Top-D-Liner bei Washington, kommen hier in so eine kleine Schlägerei. Ich weiß gar nicht, was ich dazu sagen soll, Digga. Die beiden sind wie Brüder, die haben auch zusammen im College gespielt, die verstehen sich eigentlich übertrieben gut und waren dann wahrscheinlich auch abgefuckt davon, dass sie so aufs Maul kriegen, Digga, und sind sich irgendwie in die Haare gekommen, Bro. Das ist halt in Primetime-Football, Digga, so Sonntagnacht, Bro. Ganz Amerika guckt zu, auch noch gegen Americas Team, so wisst ihr, die Dallas Cowboys, Digga. Und die leisten sich das an der Sideline, Digga, so, Bro. Man wird schon abgezogen und dann noch sowas dazu. Es geht einfach gar nicht. Sag ich euch ehrlich. Also, ja, Bro, weiß nicht, was ich dazu sagen soll. Ist einfach peinlich, Digga. Na gut, das soll es auf jeden Fall mit diesem Video gewesen sein. Ihr könnt euch sicherlich denken, was ich von dieser Performance halte. Zu meiner Überraschung waren doch tatsächlich ein paar geile Plays von Washington dabei, Alter. Also, muss ehrlich sagen, das hat irgendwie meine Laune über das Spiel ein minimales bisschen gesteigert. Ich weiß, wir wurden fett weggeklatscht, aber ein paar dicke Hits, ein paar gute Läufe von Gibson, ein paar Sachen von John Bates, hier und da ein paar gute Plays einfach, war gut anzusehen. Na gut, ich werde auf jeden Fall jetzt Titans-Fan und dann würde ich sagen, man sieht sich im nächsten Video. Bis dahin, euer Eric. Achso, und lasst natürlich gerne ein Like da und abonniert, falls ihr neu seid und nichts mehr verpassen wollt. Gut, haut rein.